So, und direkt danach, auch an dieser Folge, werden wir auch weitermachen. Jetzt ist sozusagen heute Silvester, aber das neue Jahr kann ich euch leider noch nicht wünschen, denn das haben wir noch nicht. Wenn diese Folge mal rauskommt, dann haben wir erst mittags, beziehungsweise nachmittags, und da ist ja noch kein Neujahr. So, aber ich habe es ja wie versprochen hier gesagt, wir gehen mal hier rüber und schauen mal hier, was wir für Bäume noch hier rauskriegen können. Ich glaube, die Walnuts wollte ich jetzt beim nächsten Mal versuchen, irgendwie noch rauszukriegen. Warum? Ach so, es ruckelt. Ja, wegen dem Platz. Da war ja was. Hatte ich nämlich vorher auch schon mal ausprobiert, weil wenn ich hier zu weit weg bin und der Platz da hinten aktiv ist, beziehungsweise die Computer, die dafür aktiv sind, ruckelt das ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Es geht. So. Da werde ich ja auch noch ein bisschen was versuchen zu machen, dass ich halt auf den Server komme, alles einzeln auf den Server machen und dann ein paar Gäste einlade, wenn ich dazu Zeit habe und die halt ein bisschen unterhalten kann hiermit. Muss ja wie gesagt schauen, dass ich das alles hinbekomme. Ah, hier ist noch nicht so viel. Ist hier noch irgendwo ein Kirsch angepflanzt mittendrin? Ah, warte mal, da ist noch was. Ohohoho. Ja, die ganzen Bienen, die tun auch hier arbeiten. Das ist natürlich auch gefährlich immer für sowas. Ah, hier ist. Hier muss ich nämlich genau hingucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube eher weniger. Ne. Ja, da muss ich halt nochmal ein paar von den Dingern suchen. Aber wie ihr seht, die Bäume sind jetzt fast alle kahl. Da muss ich bald wieder auch neue setzen. Da habe ich auch mal Spaß mit. So. Die brauche ich alle nicht. Die kommen alle weg. So, jetzt gehen wir noch zu den Bienen. Schauen wir mal, wie weit die denn sind. Die Bienen, die Bienen, die Bienen. Ah, hier ist keine reine. Immer noch nicht. Und hier ist auch noch keine reine. Dann werden wir, warte mal. Das war jetzt eine andere. Die holen wir auch raus. Die kommen nämlich gleich alle weg. Und hier. Weil die Schleuderreif da vorne muss ja auch noch fertig gebaut werden. Das ist ja auch noch mühselige Arbeit. Oh, alle noch auf arbeitsam. Arbeitsam und verkürzt. Meine Güte. Oh, die ist schon mal rein. Slower, normal, slower, normal. Der ist normal. Dann will ich den mit dem tauschen. Verkürztes Leben. Kürzere Leben. Ja, so ist okay. Schmeiß mal den hier rein. Und den da rein, weil die anderen, wo sind sie? Die Arbeitssamen, die laufen ja schon. Und da habe ich damals auch in den Truhen hier ein bisschen was geändert. Da habe ich einfach oben eine Reihe gemacht für Waben, wenn was noch als zweites Objekt war, in die Mitte reingemacht und unten die Bienen. Und die sollen ja, wie gesagt, alle nachher später in einen Recycler reingeworfen werden. Ja, auch hier sind die ganzen Waben drin. Und hier sind die ganzen Bienchen, die ich noch alle in Recycler reinwerfe, wenn ich dazu Lust und Zeit habe. Gut. Hier fehlt jetzt nur noch Strom. Für Humet hast du 3. Wow. Da kommen wir auch gar nicht mehr so weit. Solar. Ich guck mal gerade. Ne, die sind gar nicht hier, die Solarpanels. Weil ich habe nämlich auf dem bekloppten Projektserver habe ich ja andere Sachen. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Ist alles okay. Funktioniert ja auch so momentan mit der UU-Meta. Ja, mit 2 Low ist das ganz okay. Jetzt werden wir noch einen Recycler machen. Ein Recycler, brauchen wir sonst noch was? Ein Compressor? Ne, ein Recycler, der reicht eigentlich erst vollkommen. Weil sie natürlich nicht wieder funktioniert. Oder habe ich schon mal eingemacht? Da, habe ich doch. Okay. Warum sagt mir das denn keiner? Aber was ich brauche, ist eine Potato Wench, beziehungsweise Omni Wench, aber ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißt. Ob es da wirklich Omni Wench heißt. Omni Wench, da ist sie doch. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine hatte. Ist auch gar nicht so schlimm. Türkise Wolle, 2 Diamanten und ein Gold. Okay. Türkiser Farbstoff? Oder habe ich eine? Ne, das ist nur eine
Crushed Hammer, denn die Omni-Wrench ermöglicht mir was ganz Einfaches, dass ich halt die ganzen Recycler und sowas wieder korrekt abbauen kann. Das ist das Schöne daran. Ich guck mal gerade, ob ich türkise Wolle habe. Lila, violette Wolle ist dabei. Ja, da wollte ich auch noch ein zweites Gehege für machen, genau. Also die Wolle. Nee, nicht. Da müssen wir auch noch weitermachen. Hab aber da in diesem Moment gerade nicht viel Zeit für. Denn ich konzentriere mich auch noch momentan auf dem anderen Server, wie gesagt, Kloppenprojekt-Server, damit ich halt da das auch etwas am Laufen behalte, sozusagen, dass das auch funktioniert, weil sonst komme ich auch nicht sehr weit damit. Denn ich bin momentan da und dann bin ich hier wieder am Gucken und gucke da, wie das alles funktioniert, wie man es halt kennt, ne? Gold, 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 kommt, glaube ich, jetzt da rein, ne? Da Gold. Genau, eine Omni-Wrench-Kabel. Weiß ich jetzt nicht, ob ich welche noch habe. Sonst muss ich welche nämlich dahin machen, denn der Grund ist, ich wollte jetzt den Recycler hier vorne irgendwo hinpacken. Hier irgendwie ein paar Kabel hinlegen und den dann einfach mal laufen lassen. So, lad du dich mal eben kurz auf. Ich glaube jetzt nicht, dass ich Auto-Crafting-Tables habe, ne? Auto. Ne, ich glaube nicht. Doch, da! Jo, Auto-Crafting-Table, genau. Machen wir uns doch ein. Dann ist das ja ganz einfach. Dann ist das ja einfach, da zwei pulsierende Gatter nehmen wir, zwei von denen. Den Dingens hier brauche ich nicht. Jetzt brauche ich noch eine Automated Crafting Table. Aber ist doch gut, dass ich die doch drin habe. Ja, die kam, glaube ich, auch durch den Mod jetzt wieder da rein. Ach ja, ganze Schmetterlinge sind jetzt auch wieder. Ja. Werden wir aber auch irgendwann mal mit anfangen mit den ganzen Schmetterlingen, wenn ich jetzt so nach und nach alles fast fertig habe. Dass wir dann immer vielleicht ein bisschen so was Kleines reinbringen werden. Noch 6. Ja. 2, 3, 4. Also für Yuyumeta ist das ja gar nicht hier. Naja, ist ja auch nicht so wild. Dann kann ich nämlich hier schon mal das. Hier immer ein bisschen Scrapboxen rein schon mal reinschmeißen. Weil das ist nämlich gar nicht schlecht, dass ich das schon mal machen kann. So, richtig. Dann so. Oder lässt sich das jetzt besser so machen? Warte, wie ging das denn? Ah ja, jetzt genau. Nachher, den kann ich ja so einfach abbauen. Nee, warte mal. Dann machen wir so. Jetzt müssen wir mit der Omni-Wrench einmal drehen. So und so. Vier Kabel hast du mir rausgeholt. Das ist jetzt nicht viel. Ich muss nämlich auch ganz anders lang gehen. Ah, jetzt fehlt nämlich eins. Oder hab ich. Ja, ich habe bestimmt irgendwo Kupferkabel. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem daran. Da haben wir da welche. Ach, nehmen wir gleich mal alle mit hier erstmal raus. So, komm mal her. Nee, wir machen das anders. Wir machen so und hier oben kann noch eine Kiste oder sowas drauf. Jetzt wird hier gesagt, hast du gegen. Ne, warte mal. Item Inventory. Ach, der, wo greift er das denn her? Daher. Okay. Das ist ja jetzt auch nicht das Wahre, ne? Obwohl, er kann auch eigentlich immer pumpen. Rohr leer. Pulsieren. Und hier macht das auch. Rohr leer, einfach pulsieren. Fertig. Das wird ja sowieso noch umgebaut. Das wird ja noch in größeren Massen hergestellt. Jetzt weiß ich nicht. Ignik Extruder, brauchen die Strom? Brauchen die Strom? Weiß ich natürlich nicht wieder. Hätte ich mal vorher aufpassen sollen. Wenn ich das nicht weiß, kann ich da auch nicht mit weiterarbeiten. Kohle, okay.
Oh ne, nicht in Kompressor, das kommt nicht gut da. Da müssen die rein. Da habe ich nur Wolle reingeschmissen. Ja, lass mal laufen. Verbraucht. Meine Güte, verbraucht der viel Strom. Drei, kommt der gar nicht mit dem Strom hinterher, oder? Nö. Schafft er gar nicht. Naja. Ach so, weil er den ja auffüllt. Ja, oh, ist gut. Ist gut, da kommen noch ein paar Geothermal-Generatoren, vielleicht mehr dran. Sollte ich vielleicht auch noch ein paar mehr dran machen. Weil wenn ich den jetzt hier dran mache, ist das natürlich krass. Nee, da brauche ich auch kein Overclocker-Upgrade machen. Das ist ja auch eigentlich Wahnsinn und Schwachsinn sozusagen auch noch. Overclock 6 mal hier rein. Und ich habe doch da, genau, so ein paar Cobblestones. Trichter vielleicht noch. Ja, einen Trichter habe ich noch. Und da machen wir vielleicht noch eine Truhe. So, eine normale Truhe. Und dann einfach so eine erweiterte, komplette Dia-Truhe. Und dann tun wir da mal Cobblestone reinschmeißen. Oh, ich hatte noch Truhen, okay. Gut zu wissen. Glas brauche ich auch noch wieder was. Glas, Diamanten da. Und eine Truhe davon. Rezept löschen und ein paar Steine mitnehmen. Wo sind sie denn? Da. Da können sie auf jeden Fall erstmal ein paar weg. Kann ich die nicht richtig auffüllen hier? Nöp, kann ich nicht. Ist ja auch nicht so schlimm so. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen laufen. Und dann ist auch gleich schon wieder die Folge zu Ende. Krass, wie schnell das geht. Und alles rein. Beziehungsweise wir können das mal so machen. Können das so machen. Können das so machen. Da der jetzt nicht weiß, was er damit machen soll, ist natürlich das Problem. Wohin damit? Oh, der Recycler, der frisst so viel, oder? Wir lassen den mal nicht laufen. Zwei. Wir hey, machen noch mal. Ich brauche noch paar. Eins. Kommt damit klar. Zwei mit klar. Drei kommt auch mit klar. Ja, das lassen wir jetzt erstmal laufen. Also, Cobblestone rein. Cobblestone rein hier. Komme ich gleich sofort wieder, dann fliegen mir irgendwelche entgegen oder der hat da welche reingeschmissen. Dann tue ich das erst noch rein. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Energiezufuhr machen. Aber ich lasse die Yumeta-Produktion mal ein bisschen laufen hier. Oh. Da haben wir schon das Problem. Der kommt da nicht hinterher. So, und jetzt weiß er auch, was er machen soll. Nämlich Scrapboxen. Wenn er das hat, dann macht er sie fertig und ich habe meine Ruhe. Können wir denn ein Upgrade nur wenigstens reinschmeißen? Ein Upgrade. Für noch ein zweites. Beim dritten baut er nicht mehr auf. Ach, dritte schafft er da auch. Komisch. Was hat er denn gerade noch gemacht? Die hat er nicht aufgeladen. Auf jeden Fall schafft das. So, dann kann er nämlich die Badboxen da durchlaufen lassen. Ja, die Scrapboxen meine ich. Gut. Ich lasse mal eine Runde durchlaufen, gucken, ob es funktioniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und sozusagen in der Abschlussfolge für das Jahr. Und bis dahin, euer Flash.lp und tschüss.